Hallo zusammen. Um einen solchen Sound hinzubekommen, mit viel Hall und etwas Delay, also Echo, musste ich in die Effektsektion greifen. Ich hatte zunächst einmal den Style gefunden in der Gruppe Ballet Unplugged. Der Originalsound war ungefähr so. Also ganz trocken. Und ich nehme jetzt mal mein Ergebnis vorweg. Also viel Hall. Wie komme ich dahin? Dazu zunächst einmal einige allgemeine Ausführungen. Wir haben hier die über das Menü die Funktion Master Effects. Und dann sieht man, wir haben eine Sektion A oder eine Gruppe A und eine Gruppe B. Beide Gruppen stellen mir jeweils zwei unterschiedliche Effektmöglichkeiten vor, die ich nutzen könnte. Wie darf ich jetzt die Gruppe A und B verstehen? Dazu gehen wir einmal kurz in den Mixer rein und hier in die Abteilung FX-End, also der Klang wird an mein Effektgerät geschickt und dann sieht man, wenn ich diese Seite aufhabe, Upper 1, Upper 1, Upper 2, 3 und die linke Hand, die greift hier oben, kann man das an dem kleinen Buchstaben sehen, die greift auf die Effektgruppe B zurück. Wenn ich umschalte auf die Rhythmusabteilung, man kann hier sehen Drums, Perkussion, Bass, Akkomp 1, 2, 3 und so weiter. Die Rhythmusabteilung greift auf die Effektgruppe A zurück. Ich möchte ja meine Tastatur, den Sound meiner rechten Hand, an die Effektabteilung schicken, an die Effektabteilung B oder Gruppe B. Also für diesen Sound der rechten Hand ist die Effektgruppe B zuständig, A, B. Und jetzt wirken sich auch die Einstellungen sofort auf meine Gitarre aus. Das hier ist meine Voreinstellung. Ich mache einmal den zweiten Effekt, den Hall-Effekt aus. Trocken, jetzt angeschaltet. Und jetzt kann ich mir hier einen Effekt aussuchen. Ich habe mich für Reverb Smooth Hall entschieden. Und kann hier mit diesen Zahlen auch noch das Verhältnis Originalsound und Effekt einstellen. Ich habe ein Verhältnis von ungefähr 60:40 gewählt, 58:42. Also schon einen hohen Anteil von Effekt, von Hall. Und einen zweiten Effekt habe ich dazugelegt, ein Stereo Multi-Tap Delay, also ein Echo. Das habe ich gewählt im Wert 50-50. Also Originalsound und Effektanteil halten sich die Waage. Ich mache mal beides an. Welche Werte ihr da einstellt, das bleibt eurem Geschmack überlassen. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück in den Mixer. Und hier muss ich natürlich auf der Seite Upper 1 sagen, wie viel von meinem Sound soll dann an das Effektgerät geschickt werden. Und da seht ihr, ich habe jetzt hier oben beim ersten Effekt, das ist der Hall, einen sehr hohen Wert eingestellt, 106. Ich gehe mal auf 0. Und mache auch mal das Echo aus. Ihr merkt, jetzt kommt nichts bei meinem Effektgerät an. Ich sage aber hier einen hohen Wert. Jetzt kommt ein hoher Wert Hall an. Hier nehme ich ein bisschen vorsichtiger das Echo noch dazu. So. Das war's schon. Und um das für meinen Sound abzuspeichern, ist es ganz einfach. Songbook aufrufen. Ich sage schreiben. Und hier wähle ich mir diesen Gitarrensound, dem kann ich auch einen Namen geben. Diesen Gitarrensound möchte ich direkt auf das erste Keyboard-Set 1 gespeichert haben. Wenn ich also jetzt den Titel anwähle, ist genau dieser Effekt auch angeschaltet. Schreiben, gegebenenfalls einen neuen Namen aussuchen, mit OK bestätigen und fertig ist meine Hall-Einstellung.